Themen heute. Helfende Hände und kluge Köpfe gesucht. Die Bundesregierung will die Zuwanderung von Fachkräften neu regeln. Lebenslang für Polizistenmörder von Kusel. Der 39-Jährige tötete zwei Beamte bei einer Verkehrskontrolle. Schon heute fehlen Hunderttausende Fachkräfte in Deutschland. Die Bundesregierung will daher auf mehr Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten setzen. Für sie soll es leichter werden, nach Deutschland zu kommen. Heute beschloss das Kabinett dazu Eckpunkte für ein Gesetz. Die Union sieht den Entwurf kritisch. Die Wirtschaft dagegen begrüßt das Vorhaben. Die Einzelheiten von Lars Bonsack. Es gibt kaum noch einen Arbeitsbereich, in dem Fachkräfte nicht dringend gesucht werden. Ob Handwerk, Industrie oder Pflege, viele Stellen können derzeit nicht besetzt werden. Der Fachkräftemangel wird zu einer ernsten Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Fachkräftemangel ist trotz der Krisen, die wir die letzten Jahre haben, eines der zentralen Risiken für die Unternehmen. Wir haben fast 2 Millionen offene Stellen. Jedes Jahr gehen 400.000 mehr Menschen in Rente, als aus der Schule kommen. Also wir werden in den nächsten Jahren hier mit einem wachsenden Problem zu tun haben. Um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen, will es die Bundesregierung Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern leichter machen, in Deutschland zu arbeiten. So soll es künftig auch eine Arbeitserlaubnis ohne konkreten Arbeitsvertrag geben und ausländische Abschlüsse werden leichter anerkannt. Wir müssen Einwanderung wollen von qualifizierten Fachkräften. Sonst kriegen wir den Wohlstand und die soziale Sicherheit dauerhaft nicht gewährleistet. Das geht vom Wachstum bis hin zur Stabilität der Rentenversicherung. Größte Änderung auf Basis eines Punktesystems sollen Nicht-EU-Bürger mit gutem Potenzial, wie es heißt, nach Deutschland kommen. Kriterien sind Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und das Alter. Die Union ist skeptisch. CDU-Chef Merz verweist auf 2,5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Wir wollen helfen, dass das besser wird. Aber der erste Schritt müsste doch sein, dann diejenigen zu nehmen, die da sind. Und nicht zusätzlich noch Einwanderung sozusagen auszulösen in den Arbeitsmarkt. Anfang kommenden Jahres soll der konkrete Gesetzentwurf vorgelegt werden. Aus der Wirtschaft heißt es, die Zeit drängt. Woher die neuen Arbeitskräfte kommen sollen, ist offen. Ein Zuwanderungsland ist seit langem das Kosovo. Denn während bei uns das Personal fehlt, fehlen dort häufig die Jobs. Die Arbeitslosigkeit liegt aktuell bei etwa 25%, unter den 15- bis 24-Jährigen sogar bei knapp 50%. Ob es die Menschen aber wirklich nach Deutschland zieht, Britta Hilpert. Das könnte ein deutscher Patient sein und das seine kosovarische Pflegerin. In Pristina bilden sie Pflegekräfte aus nach deutschem Lehrplan und mit deutschsprachigen Lehrern. Die Hausaufgaben habt ihr alle erledigt, ne? Dass Deutschland diese Schüler noch mehr locken will, erfreut den Schulleiter. Das ist für Deutschland neu. Es sind aber die Gesetze, die angepasst werden müssen, die Bürokratie, die angepasst werden muss. Bereits seit 2016 ist es leichter, mit dem Abschluss einer Pflege- oder anderer Fachschule ein Arbeitsvisum in der EU zu bekommen. Die Bürokratie allerdings ist gefürchtet. Trotzdem verlassen fast jedes Jahr Zehntausende das kleine Kosovo Richtung EU. Sie hoffen, dass es nun leichter nach Deutschland geht. Wenn es hier gut wäre, würde ich hier arbeiten. Ich habe einen Masterabschluss in Telekommunikation und bin arbeitslos. Man bekommt hier nur was über Beziehungen. Dörfer und Städte sind schon jetzt leer. Sie wollen Wohlstand und Einkommen, aber sie gehen mit ihren Familien und kommen kaum zurück. Doch es gibt auch Vorteile. Das Bruttoinlandsprodukt des kleinen Kosovo besteht bis zu 20% aus den Überweisungen der Arbeitsmigranten. Und die werden weltweit begehrter. Es gibt einen Wettbewerb um Arbeitskräfte. Kanada bringt in 3 Jahren 1,2 Millionen Menschen nach Kanada. Auch andere Staaten haben die gleichen Probleme wie Deutschland. Das deutsche Gehalt gilt als gut, die Sprache als schwierig. Nicht alle entscheiden sich für Deutschland. Wie also lassen sich Zuwanderung und Einbürgerung am besten steuern? Über die Pläne der Regierung können Sie bei ZDF heute live mitdiskutieren. Um 19.30 Uhr in der ZDF heute App und auf unseren Social Media Kanälen. Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich trotz Ukraine-Krieg und Energiekrise stabil.
Die Zahl der Arbeitslosen ist laut Bundesagentur für Arbeit im November leicht gesunken und zwar auf 2.434.000. Das sind 8.000 weniger als im Vormonat. Die Quote liegt bei 5,3%. Allerdings sind es 117.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr. Die Ukraine drängt darauf, von Deutschland Patriot-Flugabwehrsysteme geliefert zu bekommen. Die Bundesregierung gerät dadurch weiter unter Druck. Das Ganze war auch Thema am Rande des Treffens der NATO-Außenministerinnen und Minister. Mehr von Florian Neuhahn und Thomas Reichert. Dmytro Kuleba ist ein Meister der klaren Botschaften. Zwei Tage war der ukrainische Außenminister bei der NATO in Bukarest. Am Ende bleibt eine Forderung haften. Sie richtet sich an die deutsche Bundesregierung. Geben Sie uns die Patriot-Raketen so schnell, wie Sie können. Denn das ist das System, was die Ukraine braucht, um Bevölkerung und die kritische Infrastruktur zu schützen. Rückblick: Raketeneinschlag in Polen vor 2 Wochen. Die Bundesregierung bietet dem Land daraufhin ein Patriot-Flugabwehrsystem der Bundeswehr an. Doch Polen lehnt ab, schlägt vor, das System lieber in die Ukraine zu schicken. Was erst für Stirnrunzeln sorgt, dann aber auf dem NATO-Außenministertreffen in Bukarest Unterstützung bekommt. Das Argument, man müsse die ukrainische Armee erst ausbilden, lässt der litauische Außenminister nicht gelten. Die Ukrainer werden alles verwenden können, was wir ihnen schicken, um ihr Gebiet zu verteidigen und um besetzte Gebiete zurückzuerobern. Tatsächlich hatte die Bundesregierung vor kurzem ein anderes Flugabwehrsystem IRIS-T in die Ukraine geliefert, aber eben nur eines. Und jetzt Patriot-Raketen? Heute Abend bei der Berliner Sicherheitskonferenz deutet der Bundeskanzler an, dass Deutschland sich bewegen könnte. Artillerie und Luftverteidigung liefern wir. Und wir schauen kontinuierlich, wo wir noch mehr tun können, aktuell vor allem bei der Luftverteidigung. In Bukarest reist der ukrainische Außenminister noch ohne klare Zusage ab. Vielleicht aber auch mit dem Gefühl, dass sich hier womöglich noch etwas dreht. Der Bundestag hat am Abend ein Zeichen gesetzt. Mit großer Mehrheit erkannte er die tödliche Hungersnot in der Ukraine in den 1930er Jahren als Völkermord an. Der Tod von rund 3,9 Millionen Menschen dort ist als Holodomor in die Geschichte eingegangen. Damals starb vor allem die Landbevölkerung, nachdem die sowjetische Führung massenhaft Getreide beschlagnahmt hatte, um es im Ausland zu verkaufen. Mit den Erlösen sollte die Industrialisierung der Sowjetunion vorangetrieben werden. Die EU-Kommission stoppt Milliardenzahlungen für Ungarn. Sie hält Corona-Hilfen für das Land zurück und fordert die Mitgliedstaaten auf, auch Gelder aus dem Gemeinschaftshaushalt nicht freizugeben. Es geht um insgesamt 13,3 Milliarden Euro. Der Grund? Die ungarische Regierung vom Ministerpräsident Orbán soll erst stärker gegen Korruption vorgehen, rechtsstaatliche und demokratische Standards einhalten. Der Streit darüber geht schon lange. Gunnar Krüger in Brüssel. Heißt das, die EU meint es jetzt wirklich ernst im Umgang mit Ungarn? Es kommt darauf an, ob sich alle EU-Institutionen dann auch einig werden. Die EU-Kommission hat heute ihr hartes Nein in weiche Worte gepackt, in ganz viel Lob und Eigenlob. Sie sagt, Ungarn habe ja viele Reformen gemacht und das sei auch passiert, eben gerade weil die EU-Kommission mit der Geldsperre so viel Druck gemacht habe. Aber in ganz entscheidenden Punkten habe Ungarn noch nicht geliefert und deshalb spielt die EU-Kommission nun alles oder nichts. Aber es gibt ja noch eine andere EU-Institution, das ist der Rat der Mitgliedstaaten, die Finanzminister. Die müssen sich diesem Votum noch anschließen und dafür braucht es eine Mehrheit von 15 Mitgliedstaaten, die 65% der Bevölkerung repräsentieren. Nun droht Orbán aber mit einem Veto, überall dort, wo es Einstimmigkeit braucht. Und deswegen könnten zum Beispiel die Balten Sorgen haben, ob sie die Ukraine-Hilfe, die gemeinsam beschlossen werden muss, riskieren wollen. Oder Schweden und Finnland könnten ihren NATO-Beitritt nicht riskieren wollen. Also der Orbán-Frust ist groß, aber zugleich ist auch eine große Furcht über Blockade. Und was dann am Ende überwiegt, das entscheidet über die Glaubwürdigkeit der EU in Sachen Rechtsstaat. Einschätzung von Gunnar Krüger, Dankeschön. Die Bundesregierung will jüdische Menschen in Deutschland besser vor Vorurteilen, Anfeindungen und Hass schützen und hat deswegen die erste nationale Strategie gegen Antisemitismus vorgestellt. Der kontinuierliche Anstieg der antisemitischen Straftaten ist dramatisch. 2021 absoluter Höchststand mit 3.027 judenfeindlichen Delikten. 29% mehr als im Vorjahr.
Wie jüdisches Leben besser geschützt werden soll, berichtet Claudia Vogelmann. Was tun gegen Hass, Ausgrenzung, Hetze und Diskriminierung? Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, hat Strategien entwickelt, um dem Antisemitismus entgegenzutreten. Wir brauchen eine mutige, wachsame Zivilgesellschaft, die einschreitet, wenn Antisemitismus auftritt im Fußballstadion oder im Chat. Und hierfür gibt es jetzt wirklich einen guten Kompass, den wir heute vorgelegt haben. Strategien, die die Zivilgesellschaft und staatliche Akteure im Kampf gegen Antisemitismus unterstützen sollen. Denn die digitale Hetze gegen Juden nimmt zu. Übergriffe auf Rabbiner und Anschläge auf Synagogen, wie hier in Halle 2019, häufen sich. Bildung, Geschichtsbewusstsein, Erinnerungskultur, aber auch ein entschiedenes Vorgehen gegen Antisemitismus durch die Justiz sollen helfen, diese Entwicklung der Gewalt und Diskriminierung einzudämmen. Strategien, die die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern lange vermisst hat. Es ist dringend notwendig, dass die Verantwortlichen, siehe die Politik, dieses Thema bearbeiten, nicht nur mit Sonntagsreden beladen, sondern dass wirklich endlich etwas geschieht. Eine der Strategien lautet, jüdische Gegenwart und Geschichte sichtbar machen. Die Ohel-Jakob-Synagoge steht mitten in München und kann von jedem besichtigt werden, seit vielen Jahren schon. Das Internet soll kein straffreier Raum sein. Mit einem Aktionstag ist das Bundeskriminalamt heute gegen Hass und Hetze im Netz vorgegangen. In 14 Bundesländern wurden Wohnungen durchsucht, teils Waffen sichergestellt und Tatverdächtige vernommen. Ihnen werden unter anderem Bedrohung, Nötigung oder Volksverhetzung vorgeworfen. Straftaten, die mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet werden können. Jetzt zum Urteil in einem Fall, der Anfang des Jahres für Entsetzen gesorgt hatte. Beim rheinland-pfälzischen Kusel erschießt ein Mann eine junge Polizistin und ihren ebenfalls noch jungen Kollegen. Nur weil die ihn beim Wildern erwischen. Im Prozess zeigt sich, wie brutal und skrupellos er dabei vorgegangen ist. Entsprechend das Strafmaß lebenslang. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Christel Haas. Äußerlich wirkt Andreas S. ruhig und gefasst. Dem Urteil hört er fast reglos zu. Eiskalt habe der Angeklagte die beiden Polizisten ermordet, sagt der Richter, um die Wilderei zu vertuschen, mit der er seinen Lebensunterhalt verdiente. Und zwar hat er mit 2 Schüssen einer Schrotflinte auf die Polizeibeamtin geschossen und mit 1 Schuss einer Schrotflinte und 3 Schüssen eines Jagdgewehres auf den Polizeibeamten. Sie war 24, er 29. Die beiden Polizisten wollten auf dieser Landstraße bei Kusel einen Kastenwagen wegen möglicher Wilderei kontrollieren. Im Wagen Andreas S. und ein Komplize. Dann fallen plötzlich die Schüsse. Andreas S. habe seine Opfer regelrecht hingerichtet, befindet das Gericht. Der Komplize Florian V. wird wegen Beihilfe zur Jagdwilderei verurteilt. Weil er mit seiner Aussage zur Aufklärung des Falls beigetragen hat, bleibt er straffrei. Für mich als Vertreter der Familie der getöteten Polizisten kann ich nur sagen, dass es für uns das erhoffte und auch das erwartete Urteil war. Ich hoffe, dass die Familie jetzt endlich zur Ruhe kommt. Nicht nur für die Familien, auch für die KollegInnen der beiden Polizisten ist die Realität nach der Tat eine andere geworden. Jeder Polizist, jede Polizistin nimmt so ein Gefühl von, mir kann was Schlimmes passieren, immer mit in den Dienst. Und ich habe ja unmittelbar nach der Tat auch gesagt, es ist ein Albtraum wahr geworden. Und durch diesen Albtraum durchleben wir immer noch. Nahe des Tatorts erinnert eine Gedenkstätte an die beiden Opfer. Auch eine lebenslange Strafe kann sie nicht zurückbringen.